In Vorbereitung auf meinen ersten Marathon bin ich vor kurzem als ja, kleinen Test einen Halbmarathon gelaufen, habe dort in exakt 62, 30 eine neue persönliche Bestleistung aufstellen können und habe mir gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, um auch ein bisschen so die direkte Vorbereitung in Form der Einheiten, die ich gemacht habe, vorzustellen. Einheiten diesmal tatsächlich im Plural, weil ich werde euch meine Haupteinheit zeigen, die sozusagen in der Vorwoche stattgefunden hat und dann sozusagen eine kleine ja, Schlusseinheit, die ein paar Tage vor dem Wettkampf stattgefunden hat. Also alle, die vielleicht selber einen Halbmarathon laufen wollen oder einfach ein bisschen Inspiration brauchen für ihren Trainingsalltag, dranbleiben. Viel Spaß! Ja, servus Laufhelden, vielen Dank, dass ihr wieder mit reinschaut. Wie alle wisst, ich bereite mich auf meinen ersten Marathon vor in Wien und habe eben im Zuge dessen einen Halbmarathon absolviert im Abstand von 6 Wochen. Hat ganz gut reingepasst, nochmals als Generalprobe. Das ist so ein Klassiker, wenn du einen Marathon läufst, kurz davor einen Halbmarathon zu laufen oder kurz davor, um einfach zu sehen, wie die Form ist und wo man steht. Der hat, wie gesagt, sehr gut geklappt. 62:30 war meine Endzeit. Für mich persönliche Bestleistung, die zweitschnellste Zeit eines Österreichers bisher. Und ich habe auf jeden Fall gesehen, dass ich auch auf der Halbmarathon-Distanz noch ein bisschen Potenzial habe. Warum das? Ich habe einen super Tempomacher gehabt mit Dominik Stadelmann, meinem Trainingskollegen, der hat 10 Kilometer Tempo gemacht. Danke an der Stelle. 10 Kilometer waren circa in 29:40. Und ich habe dann sogar noch leicht beschleunigen können für einen kleinen Negativ-Split, sprich die zweite Hälfte war eine Spur schneller und bin dann so 29:30, 29:35 die letzten 10 Kilometer, um dann insgesamt eben über den Halbmarathon die 62:30 ins Ziel zu bringen. Aber das eigentlich nur ein Detail am Rande. Heute soll es eben um die ja, zwei Einheiten gehen, die zwei Schlüsseleinheiten, die noch in der Woche oder genau genommen in den 8 Tagen, wie ihr dann sehen werdet, vor dem Rennen stattgefunden haben. Ich werde euch wie immer zeigen, was habe ich trainiert und ein bisschen umlegen, okay, in welchen Tempobereichen spielt sich das ab, damit ihr euch das Ganze ja, auch umlegen könnt für euren eigenen Trainingsplan. Also wenn ihr Lust habt, beziehungsweise jetzt kommt ja die Laufsaison schön langsam richtig in Fahrt, dann habt ihr hoffentlich ein paar gute Trainingseinheiten parat, um euch perfekt für euren Halbmarathon vorzubereiten. Bevor wir mit dem ersten der zwei Trainings losstarten, bitte schnell ein Like da lassen, meinen Kanal abonnieren und die Glocke da aktivieren. Hilft mir sehr für den Algorithmus auf YouTube und ihr habt hoffentlich ein paar Trainings, die euch dann ja, für einen Halbmarathon weiterbringen. Wir starten los mit Trainingseinheit Nummer 1. Die hat in meinem Fall 8 Tage vor dem Wettkampf stattgefunden. Also man kann sich es wieder vorstellen, der Sonntag war der Wettkampftag und die Woche davor am Samstag habe ich dann diese Trainingseinheit durchgeführt. Ich würde euch allgemein empfehlen, dadurch, dass das nochmal eine letzte große Belastung ist, ein Minimum von 7 Tagen Abstand zum Wettkampf zu lassen, bis hin zu 10 Tagen. Also ungefähr im Zeitfenster 7 bis 10 Tage vor dem Wettkampf macht es meiner Meinung nach Sinn, dass man so eine sehr intensive Belastung dann durchführt. Wie hat die Trainingseinheit in meinem Fall ausgeschaut? Das waren 9 mal 2 Kilometer in circa 2,55 pro Kilometer, beziehungsweise 5,50 dann entsprechend auf die 2 Kilometer. Pause dazwischen waren jeweils 2 Minuten und ja, von dem her eine von der Papierform her recht simple Einheit, jetzt nicht von der Durchführung, sondern nur von, ja, von der Konzeption her. Aber gehen wir mal ein bisschen ins Detail, was bedeuten diese Zeiten in Relation gesetzt und wie könnt ihr es auch für euren eigenen Trainingsplan dann nutzen. Also die 2 Kilometer, wie gesagt, in 2,55 Pace pro Kilometer. Was heißt das? Das ist ungefähr der Bereich des Halbmarathon-Tempos. Also wenn man jetzt meine 62:30 anschaut, das ist 2,57, irgendwas pro Kilometer. Wobei es ein bisschen windig war, ich viel allein gelaufen bin. Von dem her kann man sagen, dass 2,55 wahrscheinlich in einem sehr guten bis perfekten Rennen ein realistischer Schnitt für mein Halbmarathon-Tempo ist. Von dem her ist das auch ganz einfach umzulegen. Ihr wisst, was ihr realistischerweise auf den Halbmarathon laufen wollt oder könnt. Das heißt, ihr legt es einfach um, was ist das für ein Kilometerschnitt? Ist das 4 Minuten am Kilometer, 5 Minuten am Kilometer, ganz egal, das wisst ihr dann eh. Und das ist im Prinzip eure Orientierung, die ihr als Pace hernimmt, in der ihr dieses Training bzw. diese 2 Kilometer Wiederholungen dann durchführt. Das heißt, eure Pace ist zum Beispiel 4 Minuten auf den Kilometer beim Halbmarathon, dann macht ihr diese 2 Kilometer in 8 Minuten. Eure Pace ist zum Beispiel 5 Minuten pro Kilometer am Halbmarathon, dann macht ihr diese 2 Kilometer in 10 Minuten. Also soweit eigentlich recht simpel.
Die 2 Minuten Pause dazwischen passen aus meiner Sicht sehr gut und können so bleiben. Und ich würde sagen, dass man sich von der Wiederholungsanzahl je nach Leistungsniveau an 6 bis 8 Wiederholungen orientieren kann. Das heißt, Einsteiger, wenn das euer erster Halbmarathon ist, wenn ihr jetzt von der Pace, sage ich mal, 5 Minuten und darüber seid, dann reicht es wahrscheinlich, wenn ihr 6 Wiederholungen, vielleicht 7 Wiederholungen macht. Wenn ihr schon fortgeschritten seid, könnt ihr gerne 7 bis 8 Wiederholungen machen, einfach um immer diese Gesamtdauer ein bisschen im Blick zu haben. Aber ihr kriegt ja trotzdem noch einen sehr guten Umfang zusammen. Also ihr habt dann immer noch 12 bis 16 Kilometer Gesamtumfang, was als Vorbereitung für einen Halbmarathon, also quasi für 21 Kilometer, denke ich, ein sehr guter, passender Bereich ist. Also das Einheit Nummer 1, die ist wie gesagt durchaus fordernd, die darf auch fordernd sein, da dürft ihr nicht ans Limit, aber nahe ans Limit herankommen. Das heißt, meine Empfehlung, zumindest für mich, wie es ich halt, ist immer, dass ich im Training, jetzt klingt es vielleicht blöd, aber ich gebe nie 100% in einem Sinne, dass ich mich komplett verausgabe, sondern ich will immer einen kleinen Spielraum noch haben, wo ich weiß, okay, wenn das jetzt ein Wettkampf gewesen wäre, hätte ich noch zulegen können. Das heißt, schaut vielleicht, dass euer Maximum fürs Training bei 98-99% setzt. Und dann könnt ihr hoffentlich diese Einheit sehr gut durchführen. Sie ist zwar anstrengend und belastend, die letzten 1-2 Wiederholungen werden sich wahrscheinlich schon ähnlich anfühlen wie der finale Teil vom Halbmarathon dann, aber ist eine gute Vorbereitung einfach für den Wettkampf, sowohl physisch als auch mental. Und von dem her, meine große Abschlusseinheit, in meinem Fall 8 Tage vor dem Halbmarathon. Und wenn ihr die Einheit dann 7 bis 10 Tage vor dem Wettkampf durchgeführt habt, habe ich noch eine zweite kleine spielerische Einheit für euch, damit euch in den Tagen vor dem Halbmarathon nicht fad wird. Also wie hat Einheit Nummer 2 ausgeschaut? In meinem Fall waren das 20 mal 400 Meter, wobei jede 400 abwechselnd in einem anderen Tempo war, im Sinne davon, dass die eine Wiederholung 70 Sekunden war, die nächste 68 Sekunden, 70 wieder 68. Also 20 mal 400 Meter abwechselnd in 70 bzw. 68 Sekunden für die 400 Meter. Pause war dabei 60 Sekunden und ja, von dem her auch eine vom Merken her recht einfache Einheit. In meinem Fall habe ich die Einheit am Mittwoch durchgeführt. Wie gesagt, der Wettkampf war am Sonntag, sprich ich habe die Einheit 4 Tage vor meinem Wettkampf durchgeführt, was auch so meine Empfehlung wäre von der Orientierung her, wann ihr das machen solltet. Wie könnt ihr das Ganze jetzt für euch umlegen? Das heißt, die erste Wiederholung oder die, sagen wir mal, ungerade Wiederholung in meinem Fall war immer ungefähr in 70 Sekunden. Das ist 2,55 Pace pro Kilometer und wie ihr vielleicht schon euch jetzt denken könnt, da sind wir wieder genau oder ziemlich genau am Halbmarathon-Tempo. Das Tempo vom zweiten bzw. immer den geraden 400er dann jeweils. Wir haben gesagt, wir beginnen mal mit einem 400er, der ungefähr im Wettkampftempo ist vom Halbmarathon. Und ich würde sagen, der zweite sollte dann einfach 2 Sekunden, 3 Sekunden ungefähr schneller sein. Das heißt, Wiederholung Nummer 1 bzw. die ungerade Wiederholungen dann jeweils macht sie ungefähr in der Halbmarathon-Pace. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 4 Minuten auf den Kilometer laufen wollt bei einem Halbmarathon, das sind 24 Sekunden auf 100 Meter, das heißt 1 Minute 36 dann über die 400 Meter, beziehungsweise bei 5-Minuten-Schnitt zum Beispiel ist es noch einfacher, da lauft ihr 30 Sekunden pro 100 Meter, das heißt, ihr lauft diese 400 Meter dann jeweils in 2 Minuten zum Beispiel. Das heißt jetzt zum Beispiel für die 4-Minuten-Pace, da haben wir den langsamen 400er, die ungeraden 400er gehabt in 1 Minute 36. Die würde ich dann vorschlagen, macht man in 1 Minute 34, 1 Minute 33 und beim 5-Minuten-Schnitt war man eben bei 2 Minuten für die 400 Meter bei den ungeraden Wiederholungen und da kann man die dann eben in 1 Minute 58, 1 Minute 57 sowas circa durchführen. Was bei der Einheit wichtig ist zu beachten, das soll jetzt keine große Belastung mehr sein, sondern die findet 4-5 Tage vor dem Wettkampf statt. Das heißt, da geht es wirklich darum, ein bisschen den Schritt zu finden, ein bisschen in den Rhythmus reinzukommen, damit man ja die Woche vor dem Wettkampf sozusagen nicht ganz verschläft. Und da würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch orientiert, je nach Leistungsniveau wieder in der Größenordnung von 10 bis 15 Wiederholungen. 20 waren es in meinem Fall, wie gesagt, 10 bis 15, denke ich einmal, ist ein sehr guter Bereich, je nachdem ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Oder als Alternativvariante könnte ich mir auch vorstellen, dass man zum Beispiel 2 mal 10 Wiederholungen macht. Das heißt, du kommst insgesamt auch auf deine 20 und machst dazwischen einfach einmal eine Serienpause von 4 bis 5 Minuten.
Also ich hoffe, das war soweit alles klar verständlich und halbwegs interessant. Soll es irgendwelche Fragen oder sonstiges zu den Einheiten oder zu den ganzen Trainings jetzt geben, bitte einfach in die Kommentare unten reinschießen. Wie gesagt, bei mir hat es ganz gut geklappt, habe eine neue Bestzeit über den Halbmarathon laufen können und hoffe natürlich, dass ich euch jetzt auch was mitgeben habe und mit ihr dann einen zufriedenstellenden Halbmarathon im Optimalfall dann auch mit einer Bestzeit oder einfach mit der Erreichung eurer Ziele dann habt für euch. Das war es soweit von meiner Seite. Wie gesagt, nochmal die Bitte, bitte ein Like da lassen, gerne meinen Kanal abonnieren, dann seht ihr mehr von diesen Trainings und weiteren ja, Tipps und Tricks rund ums Laufen. Und ja, in der Zwischenzeit euch alles Gute fürs Training. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.